Hallo und willkommen zu diesem Let's View. Es geht um das Panini-Sticker-Album von 1985, der Care Bears oder der Glücksbär hieß. Ja, ich habe es gesammelt damals. Mir fehlten, glaube ich, noch 10 Bilder. Die habe ich mir als Erwachsener danach gekauft. Ist ja so typisch, man lässt das Album dann unvollständig. Inzwischen habe ich es vollständig. Deswegen lohnt es sich auch, einen wunderbaren Blick hineinzuwerfen. Hier habe ich nochmal neben meiner Kulisse, hier seht ihr meine Filme, das neue Mediabook des Glücksbärchen-Films. Das habe ich in einem anderen Let's View vorgestellt. Ich verlinke das mal hier. Und dann habe ich hier auf DVD und der Videokassette, also die einzelne DVD, mein alter Glücksbärchen von 85, mein Schmusebärchen, ja, das mir hoffentlich Glück gebracht hat über Jahrzehnte. Ja, und ein bisschen andere Sachen. Hier habe ich eine Stickertüte des Stickeralbums. Noch original, ich habe es hier abgeschnitten, deswegen fehlt das hier. Es ist entpackt sozusagen halb. Ich habe hier auch, wunderbar, das habe ich aber in dem anderen Video gezeigt, die Grußkarten von Susi Card, die es damals gab. Und wie gesagt, das Stickeralbum, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ein wunderschönes Covermotiv, finde ich. Care Bears, hier steht jetzt nicht Glücksbärchen drauf, was für ein Album von 85 oder 1985 eigentlich recht selten ist, dass man den englischen Titel benutzt. Die haben nur Bärchis übergeschrieben und im Panini, das ist aber auch sehr, sehr schön gezeichnet, finde ich. Alle wichtigen Glücksbärchis sind drauf zu sehen. Hier haben wir das Credit eben halt, 85, ja, und dann schauen wir uns mal die Seite 1 an. Und das Erste, was euch auffallen wird, oder ja, zwei Sachen, die euch auffallen wird, die Karte ist bei mir verkehrt herum eingelegt. Diese Bestellkarte ist noch drin, ist nicht benutzt, aber war verkehrt herum drin. Nicht schlecht. Ja, ich träumte von einem Bärchen. Hier ist so eine kleine Einleitung. Und ihr seht zwei andere Sticker, die ich da reingeklebt habe. Das ist von, müsste von Bärse der Mäusedetektiv sein und das von Regina Regenbogen. Ja, das lag wohl daran, dass meine kleine Schwester damals Regina Regenbogen gesammelt hat. Ein Wunder, ob das Album noch existiert, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Muss ich mal nachfragen. Und Basil der Mäusedetektiv hatte mein Bruder, wenn ich mich recht entsinne. Und man hat mir zwei doppelte Bilder gegeben. Und die fand ich so süß, dass ich die da reingeklebt habe. Ja, gehört nicht rein, aber so ist es ja eben halt, wenn man das in der Jugendzeit sozusagen beklebt. Ja, dann schauen wir uns das mal auch hier an. Ich finde diese Motive wunderschön. Deswegen weiß ich nicht, mich hatte das fasziniert und deswegen habe ich es auch gesammelt. Care Bears, auch hier ist es der englische Titel, obwohl hier deutscher Text ist, so kurze Informationen. Und dann seht ihr eben halt hier die Motive. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, die ordentlich zu kleben und das für eben halt meine Jugendzeit. Ja, hier so, wie sie Musik machen. Ich finde diese Motive wunderschön. Und das war auch einer der Gründe, warum ich das Album dann auch irgendwo gesammelt habe. Auch wenn ich es im Erwachsenenalter erst vervollständigt habe. Ich glaube, mir fehlten 5 Bilder. Irgendwann habe ich mich mal bei eBay dran gemacht, dann die entsprechenden Bilder zu suchen und nachbestellt. Hier geht es weiter, auch so ein großes Sechser-Motiv. Hier seht ihr aber auch die Schwierigkeit, dass die Bilder nicht perfekt geschnitten waren. Hier fehlt so ein klein wenig, da kann ich aber nichts ändern. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben, um das wunderschön zusammenzukleben. Aber auch ein schönes Motiv. Und hier seht ihr alles schön Einzelmotive, eben halt Schmusebärchen. Das werden die einzelnen Bärchis erstmal erklärt, mit schönen Motiven. Auch die Figur, ihr habt sie gesehen. Ich habe ihn als Bärchi gehabt. Ich fand ihn irgendwo am süßesten. Deswegen habe ich mir damals gekauft, als Stofftier. Als kleines, es gab sogar noch eine Nummer größer, aber ich wiederhole mich wahrscheinlich. So, hier so eben halt diese schönen Sprüche, die passen eben halt zu diesem Grußkartensystem. Ne? Das ist im Endeffekt, wird keine Geschichte direkt erzählt, sondern es wird die Situation eben halt benutzt. Ja, weiter geht das hier auch. Ja, weiteres Motiv ist von Freundschaftsbärchi, der eben halt mit den Blumen. Und wie ihr seht, das ist meine Gummifigur. Auch sehr, sehr schön gemacht. Ja, Brummbärchi. Für jede Stimmung war ein Bärchi. Man merkt es. Auch richtig schöne Motive. Ich finde sie alle sehr, sehr hübsch. Das liebe ich irgendwo auch. Und ach, alles so schön getroffen irgendwo. Es regnet kleine Herzen. Geburtstagsbärchi, auch immer ganz wichtig. Mit der Kerze und so weiter. Hurra, Bärchi. Ja, hier, ihr seht, schöne Motive. Man kann gar nicht so, es gibt ja keine Geschichte direkt zu erzählen. Deswegen, ja, hat man eben halt diese Figürchen. Schlummerbärchi. Auch
passend eben halt, so mit dem Mond und so weiter zum Abend. Ne, Sonnenscheinbärchi, gute Launebärchi, man merkt das hier, die gute Laune wird weitergetragen. Auch wunderschön. So, Liebmilchbärchi, ja, ganz, ganz wichtig, die Doppelherzen, auch so. Hast du Liebeskummer, komm mit mir, ich helfe dir, alles wird wieder gut. Ja, Wunschbärchi, ach, sehr, sehr schöne Motive hier irgendwie, reitet auf den Stern. Sie sind sehr, sehr schön gezeichnet. Man merkt dieses Grußkartensystem immer wieder durch. So, ne? Nächste Seite. Ja. Glücksbärchi. Ja, der Glücksbärchi von Glücksbärchi. Naja, gut, die heißen Care Bears im Original. Care ist ja mehr so aufpassen. Ne? Wir sind für dich da, Bären. Ne? Wir sorgen. Ja, Care ist auch Sorgen. Also, wir sorgen uns um dich. Deswegen passt das. Glücksbärchi hat man sie bei uns eher genannt, ja. Auch sehr schöne Motive. Und dann haben wir hier, Hauptsache wir haben Spaß. Und jetzt ist es allgemein, nachdem die Bärchis vorgestellt wurden, sehen wir so ein bisschen Allgemeinsituationen. Auch hier sehr schön gezeichnet, diese Zirkussache. Und ich auch sehr, sehr schön geklebt. Ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Es ist halt kein Album zur CV-Serie oder so. Das ist eben halt, ja, Glückskartenmotive sind es eben. Und hier sehen wir eben halt die verschiedenen Situationen. Für Süßigkeiten tue ich alles. Ein Picknick zu zweit. Und hier, auch hier. Ne? Geburtstag gleich Kuchen. Das sind diese Glückskartensprüche. Verbunden mit so ein paar schon längeren Texten. Ne? Oh, hier ist sogar noch ein Zettel drin. Den gucken wir uns gleich an. Das Leben macht Spaß. Ein richtig schönes Motiv, viel zu klein eigentlich, um es genau zu sehen. Ja, und hier habe ich einen Werbeflyer. Die Bärchis sind da. Auch Panini-Sammelbildern. Kennst du schon alle Bärchis? Schmusebärchen, Freundschaftsbärchi, Brummbärchi, Geburtstagsbärchi, Hurrabärchi, Schlummerbärchen, Sonnenscheinbärchi, Liebmichbärchi, Wunschbärchi und Glücksbärchi. Alle auf Panini-Sammelsticker kannst du sie alle kennenlernen. Die Bärchi-Sammelbilder bekommst du da, wo es Zeitschriften gibt. Und frag auch nach dem Sammelalbum dazu. PS, weißt du schon, dass die Bichis auch Care Bears heißen? Ja, hier wird es kurz erklärt. Ja, ihr seht, so ein schöner Flyer. Den habe ich auch aufbewahrt. So, und hier haben wir auch ein wunderbares Motiv. Eben halt, hier konnte man die Figuren einzeln einkleben. So ein bisschen umrandet. Das, was ich auch gemacht habe, bei solchen Stickern teilweise, ich habe die doppelten benutzt für meine eigenen Grußkarten oder Briefe. Habe auch früher mal Briefe geschrieben und dann habe ich die mit aufgeklebt. Das war immer ganz süß. Ich habe leider keine doppelten mehr. Das ist leider so. Aber ja, so kommt das eben manchmal. So, weiter geht's. Und hier seht ihr auch, hier werden weiter die ganzen Figuren eben halt wurden sie eingeklebt. Selbst der Drachen, das Herz war das war kein Sticker. Der Ballon war ein Sticker. Ja, sehr, sehr schön gemacht. Auch hier der Honig. Das sind schöne Motive. Einfach sehr schön gelungen. Ja, hier haben wir auch fröhliche Weihnachten. Passt doch jetzt zu Weihnachten. Richtig schönes Motiv mit den Glücksbärchi. Weihnachten mit den Glücksbärchis. Das haben wir auch eben halt. Schöne Motive. Sterne passt ja auch immer irgendwo zur Jahresendzeit. Auch hier weitere schöne Motive. Eben halt. Man merkt eben halt, es ist Weihnachten, auch hier mit dem Weihnachtsbaum und so weiter. Es passt perfekt. Und die ja, wunderschöne Motive eben halt. Ja, auch hier Weihnachtsbärchi, Geschenkebärchi, kann man so sagen. Bärenstarke Sportler, auch zum Sportbereich. Hier ist es, passt jetzt noch zum Weihnachtlichen mit Schlittschuh, Wolkensegeln. Ja, Wattewölkchen weich. So die Wolken, dieses Himmelreich oder dieses himmlische, dieses weiche Gefühl. Ja, auch immer mitvermittelt. Einfach schön. So, das waren schon 27 Seiten, die wir jetzt bis jetzt durchgeblättert haben. Ja,
auch hier schöne Motive. Einfach alles sehr friedlich, sehr schön, sehr, sehr positiv. Ne? Das zeichnet sich hier wirklich durch. Es ist kein wenig Traurigkeit. Es sollte auf gute Stimmung sorgen. Es sollte positive Vibes geben, wenn man so sagt. Auch hier wunderschön. Ne? Auch die Birchis sagen es mit Blumen. Es ist thematisch hier wunderbar geordnet. Auch wenn sich Dinge wiederholen, wie im Sterne, Herzen, Luftballons. Wo fliegen nur all die Ballons hin? Ja. Das ist es eben halt, ne? Wo fliegen die hin? Ja, auch alles sehr schön gemacht. Alles sehr schön. Ja, hier mit den Wigelbach-Ballons. Das ist ein Thema, was wiederkehrt. Wir haben es ja schon gesehen. Auf Regenbogenflügeln. Ja, der Regenbogen, auch dieses... Ja, immer wenn sich der Himmel aufhält, wenn die Düsterheit entflohen ist, Sonne wieder durchbricht, selbst nach einem Regenwetter kommt der Regenbogen raus und bringt wieder positive Aura mit. Und ein Regenbogen ist ja schon beeindruckend, immer wieder anzusehen. Also ich finde es auch mal wieder schön, wenn man ihn irgendwo entdeckt. Seit Kindheit. Ne? Das ist immer ein schönes Ereignis. So. Welches Wölkchen besuchen wir heute? Ja, hier auch eben halt. Schöne Sachen. Hier finde ich auch sehr schön kräftige Motive. Also überhaupt, diese ganzen Motive sind sehr, sehr farbenfroh. Das macht das auch irgendwo Spaß. Und selbst solche einzelnen Motive, wenn man sie mal doppelt hat oder so als Sticker, man kann sie echt einem aufs Briefchen kleben und ja, einfach einen schönen Gruß mit da lassen, so wie man es früher gemacht hat. Heute ist es ja, muss man die Bildchen anhängen in die SMS, die WhatsApp oder was auch immer. Ja, hier mit Musik nochmal. Klingen wir aus. Hier haben wir die ganzen Bärchen noch zusammen. Ihr seht, hier ist schon wieder die Karte falsch rum. Wo man nachbestellen konnte, steht hier dann noch drin. Ja, dann haben wir hier das Album. Da können wir auch schon hier hinlegen. Wo man es eben halt bewusst vertrieben wurde. Hier haben wir auch dieses wunderschöne Motiv. Weil das zeige ich euch nochmal genauer. Komm. Und ja. 50 Pfennig hat das Ganze mal gekostet. Das war das Durchblättern und Anschauen vom 1985er Glücksbirchi oder Care Bears Panini Sticker Album. Wenn euch das gefallen hat, ein Like, würde mich freuen. Ja, ein Kommentar, habt ihr es auch gesammelt? Wie findet ihr das? Ja, das ist halt ein bisschen anderes Motiv als meine Serie oder so, aber... Lasst es mich gerne wissen, wie ihr es findet. Wie findet ihr die Motive? Habt ihr Erinnerungen daran? Habt ihr es selbst gehabt? Einfach mich wissen lassen. Das wäre gar nicht so schlecht. Ja, was sagt ihr noch? Liken, teilen, abonnieren und kommentieren. Das war's dann auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau.